Ja Gott, was ist denn da passiert heute Morgen? Ja, ich bin selbst entsetzt. Wir waren ca. 200 Meter in der Schutzzone vor der Kongresshalle in dem Gebäude. Man hat uns auch gesagt, diese Schutzzone ist sicher, deswegen durften wir nicht mit der Taxe vorfahren. Und dann bewegten sich, das konnte man aus 100 Meter Entfernung schon sehen, ein Block von offensichtlich Antifanten auf uns zu, auf dem Fußweg. Und die liefen dann auch auf. Polizei hat das drüben sozusagen gesehen, nichts getan. Und dann waren die so in Weite, sozusagen in Sprechweite. Und dann haben wir gesagt, lassen Sie uns doch bitte beiseite, wir wollen zum Parteitag. Dann wollte ich beiseite laufen, dann sind die so wie ein Vorhang quasi wieder aufgezogen, haben uns nicht durchgelassen und plötzlich spürte ich dann nur, wie mich jemand von hinten packte, geklammert hat, fixiert hat. Der ist nachher auch gestellt worden, mich festgehalten hat und nachher stellte sich auch eine andere Dame, auch eine Antifantin, die hat auf meinen Arm drauf geklopft, auf die Hand, weil da in der Tuch ist meine Akten, meine Unterlagen und entriss die mir dann auch letztlich final. Die lagen nachher auf der Straße und dann schritt auch erst die Polizei sozusagen ein. Die beiden Personen sind dingfest gemacht. Ich habe Anzeige wegen Körperverletzung und versucht, einen schweren Raubes gestellt und gehen die Dinger den Weg. Aber ich bin entsetzt, dass man als Mitglied des Bundestages mittlerweile in Deutschland nicht mal mehr in 200 Meter Entfernung zu einem Kongressgebäude sicher ist. Hätte die Polizei Sie da besser schützen können? Ich bin der Meinung, ja. Wir haben ganz klar vor der Einfahrt mit der Taxe habe ich meinen MdB-Ausweis gezeigt. Also wir haben auch eine Dame dabei und einen Mitarbeiter von mir. Lassen Sie uns doch bitte die Straße durchfahren. Diese Lage erscheint mir unsicher. Da hat man gesagt, nein, kommt nicht in Frage, das ist sicher, das Stück können Sie zu Fuß gehen. Und insoweit selbstverständlich, und ich kenne das aus Hannover ja auch nicht anders, die Chaostage, die hier immer stattfanden, sind bisher belegt. Hannover hat es nicht im Griff und das sollte man mit dem Innenminister, und da fordere ich auch unsere Fraktion im Landtag auf, klären, inwieweit hier Anweisungen der Politik gegeben hat, vielleicht Demonstranten auf eine gewisse Einschüchterungsweite auf uns auflaufen zu lassen. Das ist unverständlich. Auch unverständlich. Und ich habe jetzt den Schaden. Sie waren beim Arzt, was haben Sie genau? Also wir haben Gott sei Dank einen Notarzt, wir haben Dr. Moll, eine Unfallchirurgin, die haben es untersucht, auf jeden Fall eine Schwellung und Zerrung und Überdehnung. Habe auch Schmerzmittel bekommen und man hat mir dringend angeraten, Montag ein MRT machen zu lassen, weil auch der Verdacht, weil das knackt, und dann ist abgetastet, besteht, und das kann nur ein MRT klären, auf Anruf vielleicht von Handwurzelknochen. Das wird sich aber am Montag herausstellen und dann werde ich sicherlich auch weiter alle informieren, was da genau passiert ist. Aber egal was, Gewalt kann kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Alles klar, dann gute Besserung. Sie werden aber weiter für den Vorschlag kandidieren jetzt gleich, ne? Das bestärkt mich nur noch mehr und ich werde in meiner Rede, glaube ich, da werde ich umstehend deutlich zu diesen Vorgängen, skandalösen Vorgängen hier in Hannover Bezug nehmen und ich werde weiter zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden kandidieren, selbstverständlich. Vielen Dank. Danke.